den Meeren, als wäre das Leben ein Tauchkurs. Hätte ich nen Kompass, würde ich sehen, ich bin nicht auf Kurs. Stehe im Labyrinth und weiß nicht, wie ich rauskomme. Also benehme ich mich daneben und hoffe auf Rauswurf. Stehe allein an der Außenlinie mit trauriger Miene. Hab nen Haufen Arbeit vor mir, denn ich komme aus der Tiefe. Vertraue keinen Trieben, ich baue auf Perspektive. Auch wenn ich hier keine sehe, kämpfe ich, um nur zu siegen. Um so mit meinen eigenen Schatten zu überlisten. Eine Hälfte will sich bessern, die andere nichts verändern. Ich notiere Pro und Contra auf Zetteln mit Augenrändern. Die Nächte werden nur länger, je länger ich in mir was vermisse. Und geh die ersten Schritte, suche die goldene Mitte, verfolge die Fährte, um mich positiv zu entwickeln. Egal wo es mich hin verschlägt, ich will nur wissen, wie ich schaffe, wieder was zu wollen, anstatt alles nur zu müssen. Wir wollen fremdbestimmen, vieles vorher berechnen und Sicherheiten besitzen für den einen Fall der Fälle. Doch wo liegt die Grenze zwischen Kontrolle und menschlichem Verhalten? Mein Gott, 22 und schon fast am Ende. Das Leben ist ne Droge, der Inhalt suchterregend, auch wenn er uns fertig macht und dabei ist, uns zu vernichten. Dennoch geht es weiter, leider noch tiefer, und ich bade in Tränenmeeren alleine, denn hier ist niemand. Ich weiß noch, wie es war, als alle Stress und Sorgen frei war. Mein Optimismus weder Stress noch Sorgen Zeit gab. Hab eigentlich gedacht, das geht immer so weiter. Hab fest daran geglaubt, das geht immer so weiter. Doch Zeiten ändern sich und damit Perspektiven. Die ersten Wendepunkte sind meist die ersten Krisen. Sie öffnen neue Türen, während sie alte verschließen. Sie schenken neue Freunde und beenden alte Lieben. Es wird langsam Zeit, dass ich langsam weiß, welchen Weg ich gehe und nach welcher Hand ich greif. Bin hin und her gerissen und es langsam leid, weil die Entscheidung so langsam mein Verstand zerreißt. Lass ich mich an und werde krank vor Neid, oder lass ich es sein und bleibe ganz allein? Es ist verdammt nicht leicht, doch ich verschanz mich gleich vor ner Gesellschaft, deren Zärtlichkeiten im Panzer gleicht. Ich bin verdammt zu schreiben und leg mein Geist in die Lieder. Auch wenn sich nichts mehr verbessert, schreibe ich Zeilen wie diese. Dennoch geht es weiter, leider noch tiefer, und ich bade in Tränenmeeren alleine, denn hier ist niemand. Ich weiß noch, gestern voller Mut schrie ich, ich kann das heute. Lieg ich am Boden voller Blut, alles ist anders. Und wenn ich ganz oben flieg, glaub nicht, dass ich genieß, denn ich hab Angst, dass ich bald halb ertrunken in den Wogen lieg. Ich weiß, da ist der eine um mich rum, der mich versteht, der mit mir lebt und mich mit Liebe aus den Wogen zieht. Da ist die Kleine, die mir sagt, da gibt es Zukunft, Mama. Doch trotzdem schreibe ich Lieder, so wie dieses Zufluchtsdrama. Der Grund ist nicht die Einsamkeit, das war ich lang nicht mehr. Der Grund, ich glaube an wahre Liebe und deshalb an wahren Schmerz. Doch was soll ich heulen, wenn ich auf Wolke 7 stehe? Ich verdräng das Tränenmeer, damit mein Paradies entsteht.